Was tun Sie hier? Nachdem wir bereits in der letzten Ausgabe ein Schnupperpraktikum bei der CTU machten, waren wir diesen Monat die vollen 24 Stunden mit den Terroristenjägern unterwegs. Wie die Preview-Levels schon vermuten ließen, ist 24 The Game zwar kein makelloser Actionkracher geworden, vor allem Fans von Jack Bauers Abenteuern werden aber dennoch bestens unterhalten. Das liegt zum größten Teil an der Story. Was hier an brisanten Situationen und unerwarteten Wendungen aufgefahren wird, kommt schon sehr nahe an die TV-Vorlage heran. Und endlich erfahrt ihr auch, was zwischen der zweiten und dritten Staffel der Fernsehserie passiert ist. Präsentiert wird das Ganze ebenfalls absolut 24-würdig. Zwischen jeder der insgesamt 58 Missionen treiben hervorragend gemachte Zwischensequenzen die Geschichte voran. Dank der typischen Splitscreen-Spielereien, perfekt modellierter Hauptdarsteller und den Original-Synchronsprechern kommt richtig 24-Atmosphäre auf. Ein Saringas-Anschlag ist auf das Metrosystem geplant. Eddie Kane hat 4 Teams dorthin geschickt. Wer spricht da? Bürger. Wer allerdings beim Namen Palmer eher an ein Dessous-Geschäft als an einen amerikanischen Präsidenten denkt und CTU für ein neuartiges Rankenverfahren hält, sollte vorm Kauf erstmal Probe zocken. Denn ohne Fanbonus bleibt das Spiel ein eher durchschnittlicher Genre-Mix. Den Hauptteil des Abenteuers machen die zum Glück ganz gelungenen Ballermissionen aus. In abwechslungsreichen Szenarios schießt ihr euch durch Horden skrupelloser Terroristen, jagt Verdächtige oder rettet Geiseln. Einzig die mittelprächtige Grafik und die teils arg dummen KI-Schergen geben hier Anlass zur Kritik. Anders sieht es bei den immer wieder eingestreuten Fahrmissionen aus. Nicht nur, dass sich eure Einsatzfahrzeuge ziemlich bescheiden steuern, es kommt auch null Geschwindigkeitsgefühl auf und die Motorengeräusche erinnern an einen Elektrorasenmäher. So machen Verfolgungsjagden jedenfalls keinen Spaß. Witziger sind da schon die zahlreichen Minispiele, die euch auf eurer Mission erwarten. Türen knacken, Computer hacken, Bomben entschärfen und bringen Abwechslung ins Agentenleben. Da kann man auch drüber hinwegsehen, dass die Geschicklichkeits- und Kombinationsaufgaben gegen Ende des Spiels ganz schön unfair werden und nur noch mit etwas Glück zu meistern sind. Greife an!